Sammeln das alte Zeug trotzdem ein, falls wir es noch irgendwo brauchen. So, Strom müsstest du jetzt also haben. Genau, und du arbeitest schon. Sehr gut. Das heißt, es fehlt nur noch ein MI-Kabel und dann haben wir das schon mal fertig. Das Ganze machen wir dann nochmal in mehrfacher Ausführung. Und das ist vollkommen irritierend, alles zu one-hitten. Ja, okay. Kabel. Wir haben echt nicht viele Kabel, weil wir nicht genug Plastik haben. Also hätte ich gerne noch ein Redstone-Fu. Furnace. Da fehlt Bricks. 1, 2, 3, 4. Bauen wir ein paar mehr. So, 8 Stück. Du rein, du hin. Noch ein Furnace. Noch ein Levelemitter. Also eigentlich bräuchten wir dafür, keine Ahnung, 16 oder 32 von den Dingern. Also von diesen Systemen. Ne? Aber alles schön sachte. Jetzt will ich erstmal nur dafür sorgen, dass wir immer genug von dem weißen Plastik haben, damit wir immer Kabellage und Fluxdust und sowas alles herstellen können. Also, Redstone Furnace haben wir. Level Emitter. Was fehlt da? Ein Redstone Torch und ein Kabel. Okay. Ich stelle einen Redstone Torch hier. So. Bitteschön. Den Rest haben wir im Inventar. Da. Level Emitter. Zwei Stück, sagen wir mal. Da. Alles weg. Normale Kabel brauchte ich noch so für den Anschluss. Genau. Also, Furnace, Levelemitter. Wir brauchen jetzt noch das weiße Plastik. Genau, sehr gut. Damit wir den Levelemitter wieder einstellen können. So, du bekommst da einen Anschluss. Du bekommst da einen Kumpel. Ich habe keinen Exporter gebaut, das ist nicht gut. Du kriegst hier einen Anschluss. Du bekommst hier, das ist falsch. Du bekommst hier ein Levelemitter. Der sollte aber nach unten gucken. So. Und du schickst ein Signal, wenn im System unter 512 Raw Plastik vorhanden ist. Und dann exportierst du bitte, wobei ich das erst noch einstellen muss durch den Exporter, immer die Rubber Bars. So. Haben wir ein paar von, ne? Sehr gut. Basic Exporter. Da. Ah, sehr gut. Also nicht für unsere jetzige Situation, aber für mein Ego. Ich hatte doch recht. Wir brauchen doch einen Precision Exporter, weil man bei den Basics nicht einstellen kann, wann er exportieren soll und wann nicht. Das heißt, wir schmeißen dich rein. Exp. Da. Precision. So. Mit dir geht das jetzt auch. Du hierhin. Dahin. Du sollst nämlich nur arbeiten, wenn du ein Signal bekommst und dann sollst du exportieren die da. Und. Egal, ran da. Du hinten exportieren. Also. Dieses schöne kleine System hier sorgt jetzt dafür, dass immer 512 Raw Plastic im System ist und immer 512 Rubber Bars. Und es sorgt ebenfalls dafür, dass solange genug Raw Rubber vorhanden ist, es auch nicht alles eingeschmolzen wird. Weil theoretisch hätten wir auch einfach an einen Furnace einen Exporter ranbappen können, also einen Precision Exporter, und dem sagen, hau alles Raw Rubber rein, hau alles Rubber Bars rein. Und dann hätten wir auch immer genug Raw Plastik. Aber dann hätten wir am Ende gar kein Rubber Bars mehr und gar kein Raw Rubber, was wir auch für andere Rezepte brauchen. Also ist schon sehr praktisch. Und genau sowas könnten wir dann auch machen demnächst und sollten wir auch demnächst machen, sonst vergesse ich es wieder, für Glas. Dass wir sobald weniger als 512 Glas im System sind, bitte hier Sand reinschmeißen. Das heißt, wir könnten da schon mal die Level mit da oben rauf pappen. Die noch schon mal richtig hindrehen. So. Okay. Dann brauchen wir einen Importer, einen Exporter, ein Furnace und Sand und Glas. Sand hätten wir schon mal. Glas haben wir sogar noch gut was vorhanden. Das ist sehr gut. Dann ein Precision Export Bus. Nehmen wir noch mal einen mit.
Dann zwei Importer. Ja. Was zur Hölle? Keine Sticky Pistons. Nein! Das war das Falsche. Das war unser einziger hellblauer Slime. Das ist doof. Okay, wir haben Pistons. Da, Kabel. Mehr Kabel. So. Nicht schön. Gar nicht schön. Eins, zwei davon. Wobei in den Kommentaren da auch schon geschrieben wurde. Ich habe den Furnace vergessen. Wobei in den Kommentaren auch schon geschrieben wurde, man kann da so ein bisschen mit arbeiten mit dem blauen Schleim. Dass da recht schnell recht viele von kommen. Und zwar indem man sich einen Eimer schnappt, die blaue Schleimflüssigkeit einsammelt, auf einer großen glatten Fläche auskippt, einsammelt, auskippt, einsammelt. Da spawnen wohl sehr schnell sehr viele davon. Klingt so ein bisschen exploity, aber na gut. Ja, gut. Redstone Furnace. Da. Eine andere Möglichkeit, an Schleim zu kommen, wurde auch in den Kommentaren gesagt. Zum Beispiel die Schleimbäume. Die habe ich vollkommen verdrängt. Die könnten wir sogar relativ schnell im Nether einsacken, weil da stand einer am Eingang rum. Du. Hinten Ausgang. Du oben drauf. Precision Exporter. Du nur arbeiten. Wenn Signal kommt und dann exportierst du bitte Sand. Und du exportierst nur, wenn weniger als 512 Glas im System ist. So, und schon arbeitet er und saugt ein. Gulli, also wir haben jetzt immer genug Plastik, wir haben immer genug Glas. Und so werden wir nach und nach für jeden Gegenstand, den wir gerne immer eingeschmolzen hätten, zu einem gewissen Grad, also bis zu einer gewissen Anzahl, sagen wir 512, was sich gerade so schön hier ergibt, vorhanden haben wollen. Schön, schön. Und jetzt werde ich nochmal kurz in die Nieder. Zack, 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 zack. Was essen wäre auch nicht schlecht. Kurz in die Nieder reingucken, ob da wirklich ein Schleimbaum am Eingang war. Oder ob das irgendwas war, was nur so ähnlich aussah. Da. Oh, stopp. Ne, 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 ne. So. Gold und Silber. Noch eine Sache, die ich noch machen kann. Ein Chunkloader. Wir müssen auch noch einen Chunkloader bauen, damit die Smeltery und die anderen Maschinen alle auch durchgehend arbeiten, wenn wir gerade nicht zu Hause sind. Also wie hier jetzt halt im Nether. Du bist kein Schleimbaum. Du könntest ein Schleimbaum sein? Glowshroom. Green Glowshroom. Irgendwie... Ah, doch, da. Sind aber... Pilze und kein Schleim. Also in meinen Setzlingen könnten eventuell noch Bäume sein. Aber dann müssten wir sie halt erstmal hochpäppeln und ich weiß nicht, ob das mit Bohnenmehl geht. Dich zerlegen wir einfach mal für die grünen Pilze. Die werden bestimmt auch für irgendwas irgendwie benutzbar sein können. So, weg, 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 weg. Und meine Axt ist gleich kaputt. Das ist jetzt nicht so gut. Aber, wo wir gerade schon dabei sind, Overkill zu betreiben, machen wir uns eine Manilium X-Head-Geschichte. Also wieder zurück. Bronze haben wir noch im System. Oh. Haben wir eine Gussform für Manilium. Für Köpfe. Ja. Du, komm her. Raus, rein. Manilium. Zack. Sehr gut. Dann hätte ich gerne nicht aus der Smeltery, sondern aus dem ME-System. Bronze. Drei Stück. Und ich guck mal kurz nach Chunk. Chunkloader, Chunkloader. Enchantment Table. Wir haben kein Buch. Stopp, stopp, da, Buch.
Blank Pattern, stell bitte her. Aus. Wir haben keine Sticks. Ja, das muss später auch immer vorrätig sein. Ich will nicht aufgehalten werden von solchen Belanglosigkeiten. Gib mir verdammte Planken. So, Stick. Ins System mit dir. So. Dann du. Da, Stick von, rein damit. Du. Okay, Papier. Lalala, wie hieß das nochmal? Sugarcane, ne? Ja, 32 nur. Oh, das ist mau. Brauchen wir eventuell doch noch mehr von den schwarzen Blöcken, die die einsaugen mit der Zeit. So, du. Bücher. Ein Buch behalten wir. Ein Enchantment Table. So, rein mit dir. So, Chunkloader. Sehr gut. Chunkloader kommt hin. Hier ist die Mitte unseres ganzen Zeugs. Bauen wir dich mal hier hin. Wirbel. Radius 2, Radius 3 sollte reichen. Das heißt, alles in einem Radius von 3 Chunks um diesen Chunk wird jetzt geladen. Also definitiv alle unsere Plattformen. Du hast zu viel Gold. Nimm Silber. Und du hast Nickel, also nimm auch noch Eisen, damit du Invar herstellst. Sehr gut. Jetzt Manilium-Axt. Du da. Weedy. So. Mac Hackington der Dritte. Die Killer-Axt. Swish. Und jetzt arbeiten die Maschinen auch richtig schön, während wir in die Hölle springen durch ein komisches, mystisches Portal, um einen Schleimbaum zu finden. Schon irgendwie ein wenig komisch. Achso, und dich hätte ich jetzt gerne endlich mal abgebaut. Nicht, dass ich... Okay, Jungs. Oh, hey. Hey. Du machst ja richtig viel Schaden. Wo war das nicht abgemacht? So, irgendwo ein grüner... Das ist kein Schleimbaum. Ich hätte schwören können, hier stand so ein grünes, glibberiges Ding rum. Ich mach meinen Hover-Modus aus, bin ich schneller. Da ist was Grünes, aber das ist mein Wegpunkt. Da unten war Ardite, was schön und gut ist, aber... Bringt mir nix. Nee. Du bist ein Ghostwood-Baum, du machst was vollkommen anderes. Und das da wird wieder irgendwelche komischen Mushrooms droppen. Genau, Purple Glow. Oh. Ich stecke Baum. Okay, raus. Das wäre jetzt ein peinlicher Tod gewesen. Bin in einem Pilzbaum steckend von Schweinen totgeschlagen worden. Also ja, von garstigen Schweinen, aber trotzdem. Da sind nur Wolken. Das sind wieder Glowshroom-Dinger. Ja. Oh. Nö, werde ich mich vergucken. Hallo. Doom. Zack. Einfach nur, weil ich es konnte. Oh, du da hinten vielleicht? Du hast so komisches grünes Zeug an den Dingern. Nee, Darkwood ist wieder was anderes. Nee. Nee, also ich werde irgendeinen Baum für einen Schleimbaum gehalten haben. Und jetzt einen eigenen anpflanzen müssen. Meh. Hoffentlich klappt das mit Baumil. Sonst könnte es eine ganze Weile dauern, bis wir neuen Schleim bekommen. Die Frage ist jetzt auch, in was für einem Biom wachsen Schleimbäume. Weil wir haben ein, zwei Plattformen übrig mit Dirt, wo wir sowas machen könnten. Aber die sind irgendwie in der Wüste. Weil ich weiß nicht, wie gut sich ein Schleimbaum in der Wüste halten würde. Also runter. Zack, dadurch. Oder vielleicht habe ich mich einfach nur doof angestellt. Vielleicht war hier irgendwo ein Baum in der Nähe, ein Schleimbaum, und ich sehe ihn nur einfach nicht. Also, falls ihr da irgendwo einen grünen Baum gesehen habt,
der schleimig aussah, einfach in die Kommentare schreiben. So, Seeds. Slimy Sapling. Davon nehme ich mal nur 2 Stück. Sicher ist sicher. Und hau einen davon mal hier hin. Splosh. Das Geräusch ist cool. Und oh, hier könnte eine Ecke nicht Wüste sein. F3. Riverbiom. Ja, du kommst mal ins Riverbiom. Dann schnappe ich mir Bone Meal. Und probiere mal, ob da irgendwas passiert. Nö, kann ich nicht rechts. Ja, ich kann das Gras rechts klicken. Sehr schön. Noch mehr unnützes Zeug im Inventar. Weg, weg. So. Also ich kann sie wohl nicht so in der Form hochpushen. Das heißt, wir werden einfach abwarten müssen. Und wenn es denn klappt, wissen wir, in welchem Biom die spawnen. Und dann können wir hoffentlich mehr Setzlinge abbauen, als wir brauchen, um sie zu setzen. Und dann eine Schleimbaumfarm ansetzen hier irgendwo. So lange, bis wir genug Kühe haben. Wenn wir später Kühe haben, können wir die Auto melken lassen und mit der Milch dann Schleimbälle herstellen. Also Kühe sind echt wichtig in diesem Modpack. Deswegen ihr am Anfang etwas konsequenter, als ich eine schöne Fläche suchen solltet, wo Tiere drauf spawnen. Aber gut. Wir haben den Generatorraum weiter ausgebaut. Er sieht langsam richtig ordentlich aus. Als wenn er ordentlich Strom produzieren könnte. Wir haben ihn noch nicht angeschlossen. Das kommt später. Wir haben die Verkabelung da gemacht. Wir haben mit den Level-Limitern endlich mal gearbeitet. Und das reicht auch erstmal. Also bis gleich.